herzlich willkommen zur Donnerstagsfolge von Die Kreativerse. Wie immer mit dabei. Wer ist Ei? Super, ey. So, jetzt geht dann aber hoch und das Ganze nochmal, bitte. Wieder mit dabei. Die Little Miss Louise. Und das Bärchen. Hast du da eine Kamera? Ende. Hier ist Ende. Vorsicht, da geht's bergab. Ja, weiß ich jetzt auch. Hast du da eine Kamera an? Ja, natürlich. Natürlich. Das Gesicht, das ist bestimmt schön. Oh mein Gott. Macht er mir schon Konkurrenz hier? Sonst ist das doch mein Job. Was ist los? Ja, scheiße, ne? Wenn man ein Geh nicht so schnell findet, Bärchen, ne? Eher nicht. Ja, das so, ist wohl wahr. Ich wäre so gestorben. Also, hier, siehst du? Ich werde jetzt mal das mit den Lampen versuchen, wie der Minikop halt geschrieben hatte. Und was hat er geschrieben? Und zwar, ich sollte mal versuchen, die Lampen zu tauschen. Aha, und dann? Also sprich, die weißen in die Mitte und die blauen an den Rand. Ob das vielleicht, das aussehen würde dann. Mhm. Testen wir. Ja, mach doch mal. Dann gucke ich jetzt dabei. Ich das hier, wo ich hier stehen geblieben, da ist ein goldener Key. Ah. Keep. Ah. Ich muss sowas unterdrücken. Wo sind hier die? Da ist die Lampe. Da. Na? Na, ist egal, können wir gleich machen. So. Jetzt wird's ja Abisi Duster. Abisi Lerung. Abisi. So, dann holen wir hier mal. Ach, da haben wir sie. Ich habe mal gerade mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. So. Hä? Hä? Ach so, nee, ich habe mich gewundert. Anton. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Na, wann kommt es? Anton. Süß-sauer. Da. Anton, süß-sauer. Enteron. Wie das wohl aussieht mit dem blauen Licht, müssen wir mal. Gucken wir mal. Ich denke mal blau, ne? Ach. Wenn's rot ist, dann. Wenn's rot wird, dann würde ich mich wundern. Ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Okay. Aha. Aha. Und? Achso. Ich meine, das sieht natürlich an der Wand natürlich geil aus, ne? In den Ecken. Guck mal dahin. Ne? Ja. Ja, aber nur in den Ecken. Hier finde ich es wieder. Ja, nicht so, das ne? ist halt, das war in der Mitte, fand ich es dann doch schon besser. Wie sieht denn das denn? Ja. Achso, hier unten war es, ne? Genau, ich hatte ja. Die ja hier an den. Die blauen Lampen hatte ich ja hier jeweils an den Ecken der Obsidian-Dinger gemacht. Ja, und hier hast du die weißen jetzt drin, ne? Und da sind weiße Lampen. Nee. Da ist nichts mehr drunter hier. Also ich fand unter das mit dem blauen Lumid. Schimmer schon. Ach. Ja, unter dem Lumid ist nichts mehr, weil da schimmert ja nichts durch. Das funktioniert ja nur bei Slabs. Also ich fand das aber auch besser, als die blauen noch hier in der Mitte waren. Ich meine, in der Ecke sieht cool aus. Ja, das sieht cool aus, weil da halt die Wand so blau beleuchtet ist, ne? Aber nur blau sieht, ist zu viel. Nur blau. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ich meine, das sieht natürlich schon geil aus, aber das ist zu viel. Ja, zu viel. Ja. Ja gut, dann ändern wir das nochmal. Ja. Coole Idee. Ja, Idee war super. Wir haben es probiert, aber schade. Schade. Wäre natürlich geil gewesen, hätte es besser ausgesehen. Also ändern wir es wieder in so, wie wir es hatten. Ja. Ja, mein Gott. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal versuchen könnte... hier vielleicht unter den Eingangslabs blaue Lampen zu setzen, weißt du? Ja, das machen wir. Vielleicht sieht das cool aus. Oh, ich glaube, das kann was. Sieben Stück müssen reichen. Ja, ich glaube, das kann was.
Ja, doch. Ich finde das mit den blauen Lampen hier an den Ecken, finde ich geil. Jetzt kommt das Lumit irgendwie so geil zum Vorschein dadurch. Ja. Weil das so schön angestrahlt wird dadurch. Ja, das ist so eine... So viel ist einfach nur Geschmackssache, ne? Ja, natürlich. Na, wir haben es aber probiert. Ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir probieren es nicht. Wir finden halt nur so, ist es halt doch schöner, wenn das so in der Mitte nur so leicht blau angemalt, bestrahlt wird. Und das mit dem Eingang in Blau finde ich auch nicht schlecht. Können wir da drüben auch nochmal eben machen. Dann sieht das Bärchen das hier auch, wie das aussieht. Was denn? Es leuchtet alles so blau hier. Ja, ach. Jetzt haben wir ja hier vorgehabt, wird das hier zugemacht? Das sieht doch. Oh, das mit dem Blau sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Ja, eben. Mhm. Und das Schöne ist ja, es sieht ja auch deswegen gut aus, du hast hier dieses blaue Schöne, ne? Ja. Das Schimmernde und du hast es hier nochmal. Eben. Und dann halt mit dem Lumit hier drin. Das finde ich, das sieht so geil aus mit dem Lumit. Schöner Stein. Ja. Was meinst du zugemacht? Ob wir ein Dach drüber ziehen? Ja, oder offen lassen hier? Ja, weiß ich nicht. Weil... Das ein, oder man macht das halt irgendwie so wie bei den Türmchen hier. Dass man da halt irgendwie so ein offenes Dach quasi hat. Aber weiß ich nicht. Wenn du hier ein komplettes Dach drauf ziehst, das sieht wahrscheinlich ein bisschen kacke aus. Ja, sieht so zu. Oder aber man macht das wirklich hier die Pfeiler irgendwie... Mit dem Eisenzaun. Oder wie so ein Pavillon einfach nur so. So jetzt wirklich über dieses Viereck, wo wir drin stehen. Einfach da ein Pavillon drüber. Ja, das könnte aber schon wieder zu groß sein. Ja, dann das soll ja nicht so groß werden wie da hinten. Also wirklich viel höher jetzt würde ich jetzt das auch nicht machen. Nee, eben. Oder man setzt hier einfach noch immer so ein Block einmal drauf, ne? So ein Diamantblock. Und gut ist. Oder zwei. Also so wie ich es jetzt hier habe, ne? Ja, dann würde ich es aber damit anpassen, mit dem Tor. Weil da sind ja auch zwei drüber. Ja. Ja, das sieht kacke aus dann. Das sieht kacke aus. Ja, aber könnte ja auch. Warte mal. Könntest du da noch ein Dach draufsetzen? Eben. Ja, aber weiß ich nicht. Nee, das sieht, weil das an der Seite so weiß ist. Ja, hast auch recht. Das ist irgendwie komisch. Das ist... Aber warte mal, ein Tor ist ja meistens immer etwas höher, ne? Ein Tor ist immer etwas höher, deswegen ja. Deswegen können wir das ja so lassen und dann nur so optisch gesehen. Könnt ihr mal gucken, wie ihr das so findet. Na, jetzt haben wir da die Verbindung. Little Miss. Ja. Irgendwann heiratet das Märchen seinen Eisenzaun. Warum? Ach, nur so. Ich bin ja nur neidisch, dass ich das hinkriege. Guck mal hier, wie toll ich den hier. Nee, darum geht's mir gar nicht. Nee? Nein. Warum? Du nutzt den fast überall. Ich würde jetzt aber hier in der Ecke noch einen draufstellen auf dieses Octagon Diamond Wall. Auf was? Da, wo das Bärchen draufsteht, klar. Schon auf dem Zaun. Nein, da auf diese Ecke. Achso, auf den Eckpfeiler. Da würde ich jetzt noch einen draufstellen, weil sonst sieht das irgendwie. Ja, das würde ich dann echt nur zwei hoch machen oder so. Ja. Vielleicht. Oder irgendwie einen anderen Stein oben drauf. Nee, würde ich ruhig lassen. Aber dann hast du auch den Übergang zu der hier, dem hier, wo ich jetzt bin. Ja, das kann man, ja. Dann aber auf allen Seiten, ne? Aber ja, das ist klar. Mit dem Zaun, denke ich mal, ne? Ja, das Problem ist nur, dass du da jetzt in die Ecke nichts mehr setzen kannst. Wäre natürlich cool, wenn du das einmal so ringsrum machen könntest. Wie sieht denn diese blaue Lampe aus? Blau? Ja. Die hier unten drunter ist. Ach, das ist so die große, naja. Das ist die große, ja, wir können ja mal gucken. Wir können gucken. Gucken kann man. Wenn man die jetzt nicht oben drauf, sondern in der Mitte irgendwie. Nein. Tschüss. Also mit dem Zaun würde ich... Ja, ne, das geht doch, oder? Ja. So, sehe das dann aus. Das ist ja Zaun lila. Ja. Nein, wenn man groß, die... ne? Das ist es eben. Und es passt optisch nicht zu den anderen Lampen. Weil wir da dazwischen bringt nichts, weil die leuchtet dann nicht, die leuchtet nicht durch komplette Blöcke durch. Das ist ja scheiße. Die Decke leuchtet. Oh.
Oder man macht da wirklich was ganz Altes. Eine Fackel. Ah, dann passt das aber auch. Ah, ich weiß. Warte, ich sehe es ja noch nicht. Ich warte noch mal ab. Das könnte eigentlich ganz gut aussehen. Mit die Fuckel. Ah, getroffen. Guck mal, das geht sogar. Vom Weiten müssen wir das mal angucken, ne? Weil wir haben ja im Haus. Die sollen ja nicht Licht bringen. Das soll ja einfach nur irgendwie Deko sein. Ja, eben, deswegen bin ich ja am Überlegen, ob das. Was ist denn mit den Firepits? Das wäre auch nicht schlecht, ne? Statt. Hatte ich doch im Inventory. Im Inventory. Am besten statt den einen Stein, dass man den in den Zaun reinbringt, ne? Weil die das Fackeln, könnte man machen. Die Fackeln sehen so. Ja. Mickrig aus. Klein aus. Ja. Ich habe allerdings nur zwei Firepits gerade. Ist egal, du kannst ja die. Den, mach mal den. Ich kann den nicht machen. Wow. Wir machen Blumenpötte. Blumenpötte. Du meinst den Stein hier weg und dafür ein Firepit rein. Ja, warte. Brauchst du Hilfe? Ich? Scheiße! Ich kann was sehen. Jetzt siehst du nur nicht, dass er leuchtet, ne? Nö, nee, von dir aus siehst du den nicht. Doch, den am Turm siehst du. Das sieht aber doof aus mit dem Zaun, weil der da. Ja, der Zaun ist da, der connectet nicht mit dem Firepits. Nee, weil der Firepit nur halb so groß ist wie der Zaun. Ja. Ist das aber. Ja, auch nicht. Und wenn du den einen Block höher machst? Ja, den dann halt auf diesen Diamantblock stellen, den genau. Firepit. Und wie gesagt, er soll ja nur Deko sein. So halt. Das würde gehen. Ne? Sieht nicht schlecht cool. aus. Muss dann aber hier drüben auch noch eben machen, Bärchen hier. Soll ich mal welche machen? Ja, mach mal bitte. Mach ich. Ja. Mach ich. Was zu tun. Tschüss. Ja, das Landen ist ein bisschen kompliziert. Muss gegen den Zaun springen, dann geht das. Nö, ist der falsche, ne? Ja, ist der falsche. Wer war denn das? Ja. Ach, der Oktagon. Der Oktagon. Dr. So. Oktagon. Dr. Oktagon. Ja, ich glaube, das mit dem Firepits, das kann man anbieten, so. Ich hab Fallschaden bekommen. Hier ja. oben, sollen dann Lampen sein, oder? Ja, eben. Also ich finde das mit den Lampen irgendwie schon cool, weil auch im hinteren Bereich hast du ja auch auf den Türmen, ne? Ja, ja. So, und ihr im vorderen Bereich. Im inneren Bereich kann man das ja dann sagen, okay, gut, da sind ja die Soldaten, haben sie halt Pech gehabt, ne? Ja, gut, die haben dafür geiles blaues Licht, ne? Eben. Weil die Alternative wäre dann halt nur noch mit denen hier. Ja, nee. Huch. Nee, das will ich nicht machen. Schon wieder gefallen. Weil umso mehr Lampen du da drauf schützt, umso weniger geht dieses blaue Licht halt auch verloren, ne? Ja, umso weniger geht das blaue Licht. Umso mehr, meine ich. Ja. Ich war jetzt gerade irritiert. So, hä? Genau. Deswegen. Ja, dann machen wir das hier so. Würde ich da nur noch ein Firepit draufstellen, dann ist gut. Ja. Dann hast du hier drei Firepits drüben, drei Firepits. Dann ist halt Deko. Mehr brauchst du ja nicht. Machen wir hier mal ein bisschen Stutzen. Was irgendwie ist hier drüben, glaube ich, was. Ja, da ist was anderes. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Das muss weg. Das muss weg. Dam, dam. Dam, dam. Kleiner Hai. Dam, dam. So. Oh,
Genau. So muss das. Und da sollen jetzt überall die Firepits drauf? Ja. Ist hier so. Kommst du so, ja oder auch nicht? Man sollte richtig springen. Mhm. Dann kann das Bärchen hier gleich seinen Zaun drauf machen, seinen heißgeliebten. So der heißgeliebte. Achso. Hier Sohn. Auch? Nein. Hier nicht. Nein. Wohin dann? Da. Ach, da. Mie, 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 mie. Nein! Was hast du jetzt gemacht? Und das gleiche ein bisschen dann ins Wasser gefallen. Das tut doch weh. Ja, habe ich gemerkt. Was kommt dann hier drauf? Erstmal gar nichts. Okay. Corrupted Stonewall. Mit den Slips ist aber auch komisch, oder? Ja, hier kommt das, weil das hier in den Toren auch ist, hier. Ach so. Aber wäre es nicht irgendwie schöner, wenn man das genau vor das Tor dann macht? Was dahinter dann, hinter der Brücke kommt? Aber das ist ja im Moment nur Weg. Ja, aber hier hast du einen Übergang, dann halt einen anderen. Dann hast du zu breit hier mit dem Dunklen vielleicht. Deswegen. Ich okay. Machen wir so. Jetzt hoffe ich, dass ich gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hier wäre die 7 erst. Naja, aber du kannst ja hier die schon ruhig ansetzen. Das ist ja egal. Du musst ja jetzt hier nicht 7 haben. Du hast ja hier auch nicht 7, hast ja auch mehr. Ja, ja, nur ich dachte, wäre vielleicht optisch, wenn hier 7 sind und dann nach dahin zufällig auch 7 wären. Wäre cool, aber ist jetzt nur einer. So, und dann könnte man hier diesen, wie heißt der? Rhombus Obsidianus Vallus machen. Ja, den habe ich. Mach den mal. Ich mach meinen Zaun. Wird das dann hier bleiben, hier an der Seite, das Stone? Nee, da kommt hier dieses, da gehört eigentlich dieses Corruption rein, dieser Corrupted Stone Wall. Hier, wo ich jetzt drauf stehe. Das kommt komplett weg. Die Mitte würde ich wegmachen, ne? Ja, links und rechts, das würde ich genau, wegmachen, da unten runter. Wegmachen. Da machen wir Wasser. Genau. Da kommt das Corrupted Wasser. Oh, Corrupted Wasser. Ein Zaun für den Neo. Ein Zaun für die Little Miss. Ein Zaun für den Martin von Little Studios. Ein für den Mad Dogs. Ein von irgendjemand, der sich jetzt angesprochen fühlt. Wir haben hier einen Baum zum Wegrufen. Einen Baum zum Wegrufen? Ja, da connectet der Zaun. Ach so. Und niemand darf ungefragt sich an meinen Zaun anconnecten. Na dann. Welchen hat Connection-Probleme? Er hat Bindungsängste. Nicht Lost in Translation, sondern Lost in Connections, ne? Oh Gott, ey. Huch. Na egal. Ja, ach komm, nimm mal mit, ist egal. Nehmen wir nicht mit. Guten Tag. Blödes Wasser. Blödes Wasser. Das war mein Gedanke. Ja, ja. Kein Wasser mehr, warum ich da Wasser nicht? Das ist einfach sich, weil wir Pro oben drauf stehen haben. Nicht? Nee, ist falsch, ne, was ich hier mache. Nö, nee, überhaupt nicht. Was meint denn hier für eine Scheiße? Weiß ich nicht. Falsch. Andersrum. Ja. Falsch rum.
Licht aus. Einhorn. Das kommt doch hier hin. Brauchen wir diesen Baum, wo ich jetzt hier vorstehe? Den wollte ich letztens wegräumen, da habt ihr geschrien, nein, lass den stehen. Weil hier connectet sich, das finde ich so doof mit dem Zaun connecten manchmal. Dann muss er halt weichen. Huch. Irgendwo da. Halt, warte. Okay, das ist 1, 2. Einen, okay. Raus. Weißt du auch manchmal nicht, ob er hier mit dir redet oder nicht? Neo? Ich höre eigentlich gar nicht mehr zu, wenn er redet. Bitte? Weiß nie. Nicht? Nee, alles gut. Bimmelimmelim, bimmelimmelim. Gehen Sie da mal runter, junge Frau. Danke. Huch. Huch. Da. Wenn du jetzt nach hinten läufst, bist du quasi tot. Nur quasi. Nur so ein bisschen. Wer? Nur ein bisschen. Die Little Mitz. Die Little Mütze. Die Little Mütze. Anton. Da habt ihr die Arschkarte gezogen. Arschkarte. Was? War schon gut. Okay. Hat du ein Problem? Nö. Außer sich selbst? Nein. Nö. Wasser sei auch still. Wasser sei still? Also ich habe hier schon mal den Weg quasi vorbereitet für dich, Bärchen. Uhu. Diese Linie bleibt hier stehen? Ja, bitte drum. Okay, dann ist das Wasser nämlich genau richtig. Mache ich das nämlich auf der Seite auch? Aber erstmal muss ich Wasser haben. Musst du dann halt nur sagen, wo noch hier dieses Obsidian rein soll, ne? Mhm. So als Querstrebe oder sowas. Müssen wir gucken, wie weit wir nach hinten gehen mit dem weit. Ding. Weit. Ordentlich weit. Mit dem Weg meinte ich jetzt. Ja, weit. Oh Gott. Weil wenn das hier nur der Eingang ist, dann wird das Schloss dementsprechend klein. Kleiner. Genau. Okay. Kommt jetzt einfach nur eine kleine Blockhütte hin und fertig. Ja, Schloss fertig. Mit Turm sogar. Mit Turm. Setz doch mal einfach mal hier rein. Einfach mal da rein. Ja. So. Mhm. Findest du das gut so? 3, 4, 5. So, dann setzen wir hier jetzt auch rein. Da. Ja. Da. Dort. Ja. Genau, Bier. Oh, das Bier. Ist geil. Oh, kalt ist kalt. Boah. So, jetzt gehe ich 6 Steine rein. Hey, kleine Maus. Hä? Du hast einen wunderschönen Charakter. Setz mal hier noch eine Querstrebe rein, bitte. Eine Querstrebe rein. Ja. So, eine Querstrebe da rein. Habe ich da reingesetzt. Die Querstrebe. Das sieht aber nie aus. Können wir doch hier mal so machen. Wie ist er? Ich zeige dir das nochmal eben kurz hier so. Weißt du, da kannst du jetzt hingehen.
Und vielleicht machst du... Nein, das ist falsch. Hallo? Oh, dahin. Oh. Da, guck. Dick, oder? Bist du noch was? Schau das mal von oben an. Ja, da haben wir unsere Landebahn endlich. Wollen wir gar keinen Flughafen mehr bauen. Geht das? Nein, sieht doch gut aus. Das, weißt du, was ich jetzt auch vorhabe? Weiter rein. Und zwar noch ein Sechser. Also hier diesen Block hier. Das ist ein Sechser. Ja. Den noch hier rein. Und dann nochmal hier das hier. Diese Slabs. Dass du quasi denselben hast. Und ab dann könnten wir quasi sagen, jo, und da fängt das Schloss an. Ja, würde ich sagen, ne? Was macht oder wolltest du hier vielleicht auch noch Slabs reinsetzen, dass das so ist wie hier? Ja, mal gucken, wie das aus... Wir gucken jetzt einfach mal. Mhm. Ich habe ja alles dafür da, aber nur mal gucken, wie das aussieht. Man muss es ja mal versuchen, oder? Ja. Muss ja nicht immer gleich sein. Nö, eben. So. Und? Das sieht schon etwas besser aus, aber was ist jetzt nach unten hin, ne? Wobei es jetzt... Wobei, ich finde das gar nicht mal... Also, ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, hier unten muss das ja nicht sein. Weil hier hast du die Treppen. Ja, genau, warte mal. Du kommst ja hier runter, ne? Ja, da das ist schon mal der Gang bis hierhin. Und von hier kannst du jetzt nach dahin gehen. Genau. Nach dahin gehen und nach hier hin. Geradeaus. Genau. Ist gar nicht mal schlecht, oder? Genau. Und dann mache ich jetzt auf der anderen Seite nochmal einen Sechsergang nach da hinten hin, ne? Ja. Und dann nochmal hier so eine Unterbrechung. Und dann könnte man das hier nochmal wiederholen, dass das so nach links, rechts und so auch nochmal geht. Weil genau. Wir bauen ja das Schloss links und rechts auch noch entlang. Echt? Mhm. Brauchen wir Scheiße. Aber bevor das Bärchen das macht und das Schloss alleine in Angriff nimmt, beende ich die heutige Folge und danke euch fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen hoch, da abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und bis Samstag. Haut rein. Tschüss. Tschüss.